Hallo meine Clash-Freunde, hier ist wieder King O mit einem kurzen Video zum neuen Update. Wie ihr wisst, ich bin ja noch etwas hoch mit den Pokalen in Anführungsstrichen. Ich bin jetzt bei 4159 Pokalen und ich werde gerade angegriffen, sagt mir mein iPhone. Und deswegen wechseln wir hier ganz kurz den Account von Julio zu King O. Und ich hatte gerade schon den Air Sweeper, ja, man kann es ja mal sagen, ich hatte ihn mal fertig gegammt für euch. Und ich hoffe natürlich gerade auf einen Loonfight. Und es ist leider kein Loonfight, sondern es ist nur ein ganz normaler Go-Vibe-Fight. Schade, 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 schade. Ilyasmat, keine Ahnung, aus Mega Empire Asia, greift mich an. Das dürften, glaube ich, auch nicht so viele Pokale werden, vermute ich einfach mal. Und was war das bitte für ein schlechter Fight? 2 Sterne. Mega Empire Noobs oder was? Schade, schade, schade für Ilyasmat, wie auch immer. Ich überlege gerade, ob man vielleicht gleich nochmal defen geht. Minus 6. Minus 6, minus 6, minus 6 leider nur. Wir schauen uns das mal ganz kurz an, was jetzt alles neu gekommen ist. Also neue Abwehr gegen Luftangriffe der Luftfeger. Den haben wir einmal hier. Und was macht er genau? Luftfeger beherrschen den Himmel mit starken Windstößen, die fliegenden Feinde zurückdrängen. Sie können nur in eine Richtung zeigen. Drehe deinen Luftfeger so, dass sie am effektivsten eingesetzt werden können. Okay, also was ich eben schon gesehen habe, ich habe ihn jetzt, wie gesagt, auf Level 1 einmal fertig gegammt. Der braucht genau einen Tag, wie ihr hier sehen könnt. Braucht einen Tag. Ich hatte gerade noch ein paar Gems übrig, seht ihr ja auch. Und man kann jetzt hier diese Range kann man quasi drehen. Und zwar in, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In 8 Richtungen. Und ja, leider haben wir keinen Loon-Angriff gerade bekommen. Ist natürlich ein bisschen schade. Wir gucken mal sonst noch, was es Neues gibt. Wie gesagt, der Luftfeger wird auf Rathaus Level 6 freigeschaltet. Richtungen haben wir gerade gesehen. 8 Richtungen gibt es. Verursachen keinen Schaden, sondern es werden natürlich nur irgendwelche Windstöße sein. So dass die Loons und die Lakaien wahrscheinlich nicht ganz so schnell an die Gebäude rankommen. Dann ist neu, füge Clans auf ihrer Profilseite mit dem Plus-Symbol als Lesezeichen hinzu, damit du sie dir später ansehen kannst. Du kannst bis zu 30 Clans als Lesezeichen speichern und sie immer unter einem neuen Reiter neben deinem Profil ansehen. Ja, dann schauen wir doch mal. Beste Clans in Deutschland und wen suchen wir uns da aus? Nehmen wir doch einfach mal. Wie nehmen wir denn da? Wir nehmen einfach mal Zentralfriedhof. Machen hier ein Plus. Und wo finde ich das Ganze jetzt? Lesezeichen hier. Also man geht quasi auf den eigenen Profil-Info-Button. Übrigens steht jetzt hier auch unter eurem Links oben, wie, da steht King O und darunter steht jetzt auch immer das Clan-Kürzel. Ich glaube, das ist auch neu. Und ich glaube, alle Clan-Badges wurden auf Retour gesetzt, weil ich war nämlich eigentlich auf raus. Ja, Lesezeichen und dann sieht man jetzt hier Zentralfriedhof und kann die ganzen Clans ja, verfolgen. Wen können wir denn da noch aufnehmen? In Unfassbar. Ist da Adelheid noch? Genau. Eine Bekannte. Da nehmen wir mal Unfassbar mit auf. Und wen können wir denn noch aufnehmen? Luxushotel Hotel können wir noch mit aufnehmen. Dann nehmen wir doch mal Granit noch mit auf. Und nee, nehmen wir erstmal Quantums 8.9 mit YouTube Mitch. Da lädt ja gerade ein Video hoch. Das müsste genau vor diesem Video jetzt online gekommen sein. Clan betrachten, einen Badge geben. Und dann machen wir hier noch Ahmed Doofkopf. Clan betrachten und dann ein Lesezeichen hinzugefügt. Ja, coole Sache, finde ich gut. Mein zweiter Account bekommt natürlich auch ein Lesezeichen. Spielstation, Lesezeichen. Ja, finde ich eine coole Sache. Dann kann man hier jetzt switchen und schauen, welche Clans man hat, man sofort auf einen Blick. Finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Coole Sache. So, was haben wir noch? Ja, 30 Clans als Lesezeichen entsprechend hatten wir. Und etwas Neues kommt angeflogen.
Armeevorschau beim Clankrieg, greife nie wieder unvorbereitet an. Du kannst dir jetzt vor jedem Kriegsangriff eine Vorschau deiner Armee ansehen. Inspiziere deine Truppen, Clan-Truppen, Zauber und Helden. Alles, was fehlt, wird rot angezeigt. Vorbereitung führt zum Sieg. Du kannst Kriegsangriffe nur noch frühzeitig beenden, indem du aufgibst. Ich vermute ja mal, früher war es so, wie wenn man zum Beispiel draußen im Global angreift. Und zwar hat man dort dann einfach, wenn die Zeit abgelaufen ist, hat man einfach auf Aufgeben geklickt, glaube ich, oder Kampf beenden. Und dann hat man, wenn man keine Truppe und auch keinen Zauber gesetzt hat, hat man diesen Kampf nicht gefightet sozusagen. Und so war das auch im Clan War. Und ich vermute jetzt einfach mal, ich kann es leider nicht testen und ich will es auch nicht testen, denn unser Krieg ist zu Ende. Wie ihr seht, ja, wir haben den letzten hier leider verloren. Gegen Iraq Brothers 3. Auf jeden Fall vermute ich jetzt mal, dass man, wenn man aufgeben drückt, dass man dann auch wirklich aufgibt und diesen Kampf verliert. Also achtsam mit dem Aufgeben-Button erstmal und mal gucken, ob man es eventuell testen kann. So, dann Verbesserung der Benutzeroberfläche. Ab Rathaus Level 5 ist ein einmaliger Namenswechsel in den Spieleinstellungen verfügbar. Nutze ihn mit Bedacht. Und zwar kann ich euch das auch zeigen. Das ist unter Einstellungen und dann könnt ihr hier Namen ändern klicken. Ich weiß nicht, was jetzt sofort passiert. Ich will meinen Namen eigentlich behalten. Ich will meinen Namen nicht ändern. Deswegen drücke ich da jetzt erstmal nicht drauf. Und dann geht's weiter. Im Clan-Chat siehst du jetzt, wann und von wem Clan-Einstellungen geändert wurden. Das können wir auch einmal austesten. Und zwar ändern wir einfach mal anpassen und setzen die die Trophäen setzen wir einfach mal auf 2800, speichern. Und dann sieht man hier direkt, hat die Clan-Einstellung geändert. Und sorry, das war gerade nur für YouTube. Habe Pokis auf 2800 gestellt. Ja, coole Sache. Und dann stellen wir das auch wieder runter auf 2600. Sind wieder auf 2600. Danke. Jo, das ist einmal das. Und dann haben wir hier noch was. Die Reichweite von Verteidigungsbauten wird jetzt selbst während des Baus sichtbar. Das Problem ist, ich habe jetzt hier leider gerade nichts im Bau. Und deswegen kann ich euch das hier gerade nicht zeigen. Ich habe aber was bei Julio im Bau und deswegen switchen wir ganz kurz rüber. So, und da heißt es ja, wie gesagt, die Reichweite von Verteidigungsbauten ist jetzt selbst während des Baus sichtbar. Das sehen wir einmal hier. Bei mir ist alles aus, alle fünf Bauarbeiter sind beschäftigt. Einmal der King wird dann rot quasi angezeigt, wenn es im Bau ist. Die Infernos, die X-Bögen sind, hier seht ihr, es sind rot. Normalerweise, wenn die Bauten fertig sind, dann ist die Range hier weiß, wie ihr das seht. Wenn sie im Bau sind, sind sie rot. Und, das steht hier auch noch, man kann jetzt, der Modus von Verteidigungsbauten kann jetzt selbst während des Baus geändert werden. Das können wir hier auch direkt testen. Und zwar könnt ihr dann einmal die Range gucken, wie sie vom X-Bogen ist, wenn er gebaut wird. In rot quasi auf Luft und Boden. Und einmal nur auf Boden. Was habe ich hier noch im Bau? Den zweiten X-Bogen ist ja im Prinzip genau das gleiche. Was haben wir denn noch im Bau? Die Air Defense hier. Und zwar, ja, da ändert sich ja die Range nicht. Ja, coole Sache. Kann man ein bisschen dann auch gleich, wenn man jetzt zum Beispiel upgradet von Rathaus 9 auf 10 oder von 8 auf 9 und die Range ist dann gleich sichtbar und dann kann man gleich schon so das Dorfdesign anpassen. Wie es denn dann sein soll, wenn die Infernos oder auch X-Bögen fertig gebaut sind. Und wir wechseln mal wieder ganz kurz zurück ins King O-Dorf. Und da sind wir schnell gewechselt. Und ja, was gibt es sonst noch? Ich glaube, das war eigentlich alles. Gameplay-Verbesserung, angreifende Truppen jagen Verteidiger jetzt nicht mehr so weit. Ah, das ist natürlich cool. Das heißt, die Truppen sind nicht mehr so schnell attracted bei dem, vom König oder von der Queen in der Verteidigung sozusagen. Und ein seltener Fehler wurde behoben, bei dem eine Verteidigung eine Truppe am Rand ihrer Reichweite anvisiert, aber nicht gefeuert hat. Okay, das habe ich persönlich jetzt, glaube ich, nicht mitbekommen. Aber gut,
Schön, dass Sie den Fehler behoben haben. Ja, das war es auch schon zum derzeitigen Update. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz auf Warten, bis ich angegriffen werde. Und vielleicht werde ich ja nochmal mit Luft angegriffen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, und ich habe eben eine Nachricht bekommen auf mein Handy. Ich werde von William angegriffen. Und wir gucken direkt mal rein, ob William vielleicht mit Luft angreift und wir diesen Air Sweeper in Aktion sehen können. Und da greift er doch tatsächlich auch mit GoVP an. Der William. Und wir sehen den Air Sweeper leider wieder nicht in Aktion. Ja, schade, 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 schade. Aber wie mir das scheint, wird auch William hier keine 3 Sterne schaffen. Wir gucken die ganze Death mal hier bis zum Ende an. Unten lebt sein König noch, seine Königin ist schon komplett draufgegangen. Der König, den kann er noch zünden, da mit 3 Packers unterwegs. Jetzt hat er den König gezündet, die Packer laufen außen rum. Der König jetzt ordentlich Damage dort. Die 2 Magier hier machen mir ein bisschen Sorgen, die hinter den Golems rumrennen. Das könnte doch noch eventuell ein 3-Star werden. Mal gucken, ob es von der Zeit her passt und reicht. Ah, und da gehen die Magier auch schon drauf. Und ich denke, das wird auf jeden Fall kein 3-Star mehr. Denn der König ist auch gleich down. Allerdings ist der Tesla, hat der Tesla jetzt hier die Golems ins Visier genommen. Der eine Packer geht jetzt down. Der zweite Packer geht auch jetzt down. Und ich denke, das wird aufgrund der Zeit kein 3-Star mehr. Denn die Golems hängen sich hier an der Mauer auf und die restlichen Verteidigungsgebäude nehmen jetzt den König und den Packer ins Visier. Und der König wird jetzt hier sterben am Elixierlager vermutlich. Und ja. Das war's dann im Prinzip auch schon. Kein 3-Star, 94% für William. Und gescheitert an der Zeit und an den langsamen Golems, die er da dabei hat. Und minus 12 habe ich da leider nur bekommen. Schade, schade, schade. Schade, dass wir den Air Sweeper nicht in Aktion gesehen haben, aber ich denke mal, in den nächsten Wochen werden einige Videos noch folgen auf YouTube. Da wird man den in Action sehen. Sobald ich was habe, werde ich mich melden in einem späteren Video und werde euch das Ganze mal zeigen, wenn es denn nicht zu spät sein sollte. Mal gucken. Also bis dahin, der King ist raus. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ein Abo kostet natürlich immer noch nichts. Bis dahin, ciao.